Weißt du noch, wann du zum ersten Mal einen Dinosaurier gesehen hast? Oh, Blue. Man kann es kaum glauben. Es ist wie ein Wunder. Pöni TV. Hallo zusammen, hier ist Hans-Ulrich Pöni Pönack mit Pöni TV. Unser Film in dieser Woche, Jurassic World, das gefallene Königreich. Jurassic World, die Insel. Es ist alles gut, ganz ruhig, Kleines. Das ist alles Vergangenheit. Bin ich tot? Noch nicht, Kleiner! Ich zeige Ihnen die Zukunft. 1993 startete das Unternehmen mit den Dinos, den Dinosauriern. Ganze 7 Trickminuten waren sie im Steven Spielberg-Hit Jurassic Park zu erleben, zu bestaunen. 3 Nachfolger später zählen sie zur erfolgreichsten Filmreihe aller Zeiten. Nach 3-mal Jurassic Park begann 2015 die neue Trilogie Jurassic World mit der Zerstörung des gleichnamigen Themenparks auf einer Insel bei Costa Rica. Dort ist jetzt das Leben bzw. das Überleben der Urzeitechsen gefährdet. Ich weiß, warum wir hier sind. Für eine Rettungsmission. Um Dinosaurier von einer Insel zu retten, die bald explodiert. Was kann da schon schiefgehen? Zum einen durch einen aktiven Vulkan, zum anderen durch einmal mehr gierige, widerwärtige Jäger und Profitstreber. Sie wollen nämlich Dinos zu militärischen Waffen umfunktionieren. Wissen Sie, wie viele Millionen ein trainiertes Raubtier wert ist? Sie verkaufen sie. Lou nicht. Sie brauchen sie für irgendwas anderes. Was ist das für ein Ding? Wir haben es gemacht. Dies ist die gefährlichste Kreatur, die je auf der Erde gelebt hat. Aktivisten schreiten ein, wieder gespielt von Chris Pratt und Bryce Dallas Howard. Mit ein paar Gleichgesinnten wollen sie die Dinos, ihre Dinos, umsiedeln, damit diese unbehelligt weiter existieren können. Allerdings sind auch diese monströsen Viecher alles andere als friedlich. Was ist das für ein Ding? Sie haben es gemacht. Uns hier rausholen. Ja. Jurassic World 2 oder was für ein Spektakel der Superlative. Mit Menschen als Stichwortgeber für diese prächtigen Urwesen, die eine riesige Performance abziehen. Motto: der heiße Tanz der Dinos. Unglaublich, was die kinematografische Zauber als Unterhaltungskunst inzwischen am Computer zu entwickeln in der Lage ist. Man staunt Bauklötzer, wird prächtig überrumpelt von dieser prall gefüllten Dino-Show-Dramatik. Jurassic World, das gefallene Königreich oder Kino kann so ein sagenhaftes, herrliches Vergnügen sein. Willkommen in Jurassic World. 4 Pönis für einen saurischen Hammer. Weitere neue Kinofilme in dieser Woche sind Swimming with Men oder Wenn Kerle in der Midlife-Krise mit dem pointierten Synchronschwimmen anfangen. Ein Britenspaß aller ganz oder gar nicht. 3 Pönis. Sowie eine Perle für das anspruchsvolle Arthouse-Kino Camino a la Paz. Sensibles argentinisches Roadmovie in die Freundschaftsseelen zweier gesellschaftlicher Außenseiter. Ein Empathiejuwel, das für Toleranz und Vertrauen wirbt. 4 Pönis. Ausführliche Textkritiken zu diesen, aber auch zu über 4240 weiteren Filmen stehen auf meiner Webseite www.pönack.de und über diese Webseite könnt ihr auch meinen wöchentlichen privaten Newsletter abonnieren. Der Film für die nächste Kinowoche steht derzeit noch nicht fest. Da muss noch einiges gesehen werden. In diesem Sinne, mögen die Dinos mit euch sein. Gute Grüße.